Ja, Moment, dann spielen wir noch das Add-on von Doom 3. Die Auferstehung des Bösen, das ist wahrscheinlich ein Prequel, also was davor passiert ist. Sicher eine solche Ausgrabungsstätte. Dr. McNeil, Sie sind nah. Team Rot, Ihre Position ist keine 100 Meter vom Signal entfernt. Das passt ja nicht, er ist ja dann gar. Sie ist ja gar nicht dabei gewesen, es ist doch wieder die gleiche Figur. Manche Dinge hier ändern sich nie. Hinter dieser Wand liegt eine Art Kammer. Wir brauchen eine Sprengladung. Verstanden. Bin unterwegs. Okay, zurück. Sind drin. Jemand wollte nicht, dass dieser Ort gefunden wird. Dr. McNeil, sehen Sie das? Wir haben das Zielgebiet erreicht und bereiten jetzt die Sicherung vor. Wir haben Übertragungsprobleme. Das Bild muss wieder online gehen, sofort! Verdammt, ich kann nicht sehen! Langsam. Was sie da erleben. Und warum wir da schon dabei sind? Die Hölle nimmt sich, was ihr gehört. Wir wurden befreit. Sie sind da, meine Kinder. Wie ich versprochen habe, steht auf! Oder ist das nachher? Das kann natürlich auch sein. Lass keinen entkommen! Jetzt beginnt unsere neue Herrschaft! Da wäre ja schon Dr. Betrüger, wäre ja da der Leitend. Oh nein, jetzt bin ich neu. Was ist da unten los? Du meine Scheiße. Was macht denn das Herz? Die Energieversorgung der gesamten Anlage ist zusammengebrochen. Was für eine riesen Scheiße! Ich erwarte, dass ich wieder die Figur bin, die. Oh, Junge. Der andere spielen da. Gehen wir zu los. Was zur Hölle ist passiert? Code Red! Code Red! Lebenserhaltungssystem ausgefallen! Wir haben hier ernste Probleme! Das sieht so aus, he? Ich bin der Typ. Team Victor! Aber das ist schon der Anfang mit. Was sind das für Dinger? Ah, sie sind überall! Und jetzt? Wo kann ich sie nehmen? Kann ich sie schon, oder? Ah.
nehmen die mit. Ich habe kein Ding, kein Body Armor. Wo seid ihr? Ich kann nicht sehen! Wieder, oder? Scheiße! Marine, bitte komm! Marine, McNeil und Marine, Sie müssen mit dem Artefakt zurück an die Oberfläche. Ja, eigentlich nicht, aber gescheiter, aber wir machen das jetzt. Wo ist er? Komm ich nicht mehr weiter? In dem Fall. Kann ich gumpen hier. Nein, sag nicht, es ist wieder ein Bug. Ich kann nicht springen im Moment, ich weiß nicht. Willkommen auf einem neuen, noch sichereren Mars. Dieses Briefing soll alle Angestellten über unsere Missionsziele informieren und sie an unser Engagement für die Sicherheit der gesamten UAC-Familie erinnern. Es gibt viele Gründe, sich für diese neue UAC-Mars-Mission zu begeistern. Sie werden nicht nur Teil von vielversprechenden Entdeckungen sein, sondern damit auch das Fundament für die Zukunft der UAC legen. Bitte kooperieren und befolgen Sie alle UAC-Verfahren, die in Ihrem Teamhandbuch beschrieben sind. Sprechen Sie bei Fragen oder Problemen nur mit Ihren Teamleitern. Und bitte bleiben Sie in dem für Ihr Team bestimmten Bereich. Unser andauerndes Engagement für die Sicherheit schließt fortgeschrittenes Training für unser Sicherheitspersonal ein. Seit der letzten Mars-Mission hat sich die Größe unseres Sicherheitsteams verdoppelt, um unseren Arbeitern die sichersten Arbeitsbedingungen zu bieten. Die UAC weiß, unversehrte Arbeiter sind zufriedene Arbeiter. Und wir werden alles tun, was wir können, um ihnen ein sicheres Arbeitsumfeld zu bieten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Spaß auf dem Mars. Tragbare Kraftwerke vom Typ UAC-AM3 sind eine ideale redundante Energieversorgungslösung für militärische und kommerzielle Anwendungen. Einmal im Einsatz kann ein AM3 im Dauerbetrieb mit einer einzigen Energiezelle 50 Jahre lang bis zu 750 Megawatt liefern. Ein optionales Zweikammermodell ist ebenfalls erhältlich, das im Dauerbetrieb bis zu 1,5 Gigawatt liefert. Das macht das AM3 zur idealen mobilen Lösung, selbst für kritischen Industrie- und Militäreinsatz. Es wird von eigens entwickelten UAC-MAC-2 Antimateriekanistern gespeist und ist dadurch sicher transportierbar, selbst in extremsten Klimaverhältnissen. Dank seines zeitgemäßen Gammastrahlenschutzschilds ist das AM3 die umweltfreundliche Energielösung für Ihren mobilen Energiebedarf. Wäre ich froh, wenn ich noch hüpfen könnte. Weil sonst kann ich es wirklich vergessen. Ich meine, entweder kann er das nicht. Ich kann nicht kumpen. Spring! Ja. Das ist ein Bug, oder? Das ist zum Kotzen echt.
Ich kann nicht hüpfen. Springen. Kommst du nicht auf, also. Oder wäre das wie eine Leiter? Vielleicht kann ich das noch gar nicht. Und er muss das so hier auf einmal. Ja, okay, der